In Wabi Profi 3 können Sie natürlich selbstverständlich auch Ihre eigenen Etiketten anlegen. Hierzu klicken Sie auf Etiketten drucken. Insofern, und das machen wir jetzt einfach mal schnell, Etiketten natürlich bereits angelegt sind oder vorgemerkt zum Drucken sind. Wenn Sie jetzt auf Etiketten drucken klicken, sagt er, ich habe keine Etiketten, also legen wir einfach mal schnell eins an. Rechtsklick, sage Etikett für Artikel anlegen, ein Stück, egal. Nun kann ich drucken. Oder mir natürlich, wie es in diesem Video geht, mir ein Etikett anlegen. Dazu gehen wir auf Details. Dieses Fenster kommt Ihnen vielleicht bekannt vor. Von wo bekannt vor? Und zwar im Word von Windows. Im Word von Windows können Sie hier bei Sendungen auf Etiketten gehen. Dann lädt er vielleicht mal irgendwann die Etiketten und nun können Sie hier auf Etiketten klicken. Dann sich ein dementsprechendes Etikett aussuchen und auf Details gehen. Und Sie sehen, das Fensterchen, das Sie hier sehen, ist, oder andersrum, wir haben es ein kleines bisschen nachgebaut. Warum nachgebaut? Damit Sie sich schneller und einfacher darin zurechtfinden. So, und wir wollen jetzt genau diese Situation simulieren, dass Sie sagen, pass mal auf, ich brauche jetzt genau dieses Etikett, als Beispiel hier, dieses 3449, das ist aber im Wabi nicht drin. Okay, dann ist es ja kein Problem, dann sagen Sie, dann lege ich es halt neu an. Das heißt, ich nehme ein neues Etikett, ich benenne das auch so, Zweckform zum Beispiel 3449. An der Stelle, warum müssen Sie das machen? Ganz einfach, wir können nicht die 1000 verschiedenen Etiketten alle der Welt integrieren, das geht einfach nicht. Denn jeder hat andere Anforderungen von Ihnen und Sie brauchen wahrscheinlich nur 3, 4, 5 verschiedene Etiketten für Ihren Betrieb. Also macht es keinen Sinn, wenn wir da die 3000 Etiketten, die es gibt, hier alle im Vorfeld schon integrieren. Okay, also wir benennen das Etikett, dann schauen wir nach. Was habe ich hier für eine Größe? Das ist DIN A4 Format. Okay, dann das Etikett ist groß, 371 × 7, das können wir uns merken. Okay, DIN A4 Format, hoch, das Etikett ist 371 und hier aufpassen, wir benötigen die Angaben in Millimeter, im Word ist es in Zentimeter. Okay, also müssen wir es umrechnen. Also 371 × 10 sind 37,1. Und jetzt habe ich es vergessen vor lauter Merken. 7 cm, dann haben wir hier 70 mm. Okay. Die Abstände, das heißt, wir haben hier keinen oberen Rand, keinen Seitenrand, keinen Vertikalabstand und keinen Horizontal. Also das ist der gleiche wie die Etikettengröße und das tragen wir auch so ein. Vertikalabstand 37,1 und horizontal haben wir 70. Schauen wir mal. Etiketten in Zeile 3 und Etiketten in Spalte 8. Das machen wir genauso. Etiketten pro Zeile 3 und in Spalte 8. Jetzt können wir das Ganze speichern. Wabi Profi 3 prüft nun bereits, Sie sehen es hier oben, 29,68 brauchen wir in der Höhe und 21 in der Breite. Das heißt, wenn jetzt die Papierangaben nicht passen, das heißt, wenn die errechnete Höhe, wir machen dieses Etikett einfach mal ein kleines bisschen größer, 38, ja, und hier natürlich auch. So, wenn das Etikett oder wenn die errechnete Höhe größer ist als die Papierbreite, sagt uns Wabi Profi 3, dass das nicht passt. Denn die von Ihnen eingetragenen Papierangaben passen zum Blatt Papier nicht überein. Dann haben Sie die Möglichkeit, es nochmal zu korrigieren. Wie gesagt, und schauen Sie einfach daher oben hin, dann sehen Sie, wo das Problem liegt. Weil wenn Sie hier 210 × 297 haben und Sie haben hier oben 304 × 210, dann passt es nicht. Dann ist die 304 größer als die 297. Ist eigentlich klar. Also 37,1. Wo war das hier? 37,1 und jetzt speichern wir das Ganze, ja. Und jetzt haben wir ein Etikett angelegt und zwar Zweckform 3449. Und Sie sehen es, dass es jetzt schon zur Auswahl bereitsteht. Sie können dieses Etikett nun designen, denn das Etikett, ja, so, das Etikett wird bereits von Wabi Profi 3 mit Standardinformationen versehen. Wabi Profi 3 sagt, aha, lieber Benutzer, da hast du ein neues Etikett. Und da habe ich jetzt gleich die Artikelnummer, die Bezeichnung, den Preis und den ERN hinein. Diese Objekte können Sie nun dementsprechend platzieren, in Ihrer Größe, in Ihrer Farbe, in Ihrer Ausrichtung anpassen. Dazu gibt es ja weitere Videos hier auf YouTube. Und dann können Sie Ihr eigenes Etikett so gestalten, wie Sie es eben wollen.
Ja, das war das Etikett zum Anlegen, das war das Video zum Anlegen von neuen Etiketten. Thanks for watching, sagt man so schön in Englisch.